Bigger Gosler Nebbiche unter der Leitung von Cedric Staffelbach. Robin Hood und die Rächer der Becher. Das war so ein Blitzgedanke. Ein Robin Hood, ähnliches braune Hose, braun-weiß-grünes Oberteil mit Kapuze. Das SOS Saltbüren ist im Anzug mit dem Dioxinskandal in Deutschland. Auf einem Bauernhof wird Kontrolle durchgeführt und der Landwirt wehrt sich vor seinen Säunen. Die Deutschen sind in grosser Not, haben neuestens Kakerlaken im Brot. Im Sommer gibt es noch giftige Sprossen, auch die Kräutli werden genossen. Saufleisch gewürzt mit Dioxin ist ihre neueste Medizin. Ständig Puff mit ihren Spiessen. Die Schwaben haben auch Gourmet-Krise. Danke. Wir machen gerne Fasnacht. Sportliche Clowns, 99% fit. Auch die Sportler haben den Applaus verdient.
Rieke Grunzer-Ebersäcke unter der Tambourmajorin Petra Wey. Das ist eine lange Geschichte. Sie geben den Rückblick auf die letzten 14 Jahre. Das diesjährige Kleid hat vor allem Kleidern etwas drinnen. Die Rickengrunzer haben es verrichtet und auch die alten Kleider etwas Neues hergerichtet. Kulturfasnächtler Rusmu als Musketier. Schau dir mal die Pracht. Rusmuller Kulturfasnächtler in neuer Tracht. Unterwegs mit Kutschen und Tägen. Gehen sie als Musketier so richtig umfegen. Einen für alle, alle für einen. Kämpfen tun wir mit Stolz drum. Haben so einen schönen Schnauz. Sie haben es gern lustig und heiter und trinken ab und zu einen Jägermeister. Am Aschermittwoch haben sie alles gesehen und sagen dann auf Wiedersehen. Der STV Rottliswil mit Weltuntergang 2012. Die Welt geht im 2012 unter. Wir bleiben auf unserem Traumschiff. Die Welt geht 2012 unter. Wir hoffen darum alle auf ein Wunder. Wie ist das noch früher gesehen mit der Arche Noah? Ein guter Gedanke. Wir fangen darum heute schon an. Ein Traumschiff. Das ist unsere Rettung. Der Captain muss den Frauen einfach sein, ganz deftig.
Moschrenzer Regelswil Wauwil. Mit 62 Personen inklusive Wagen. Sie haben das Motto Giftzwerge. Giftgrün sind die Mosse Zwerge. Sie brauchen kein Smoking und auch kein Kragen. Sie rucken durchs Dorf und das ohne Granny. Das freut vor allem unsere Zenny. Als Wellenreiter. Sie wollen uns ein bisschen Sommer und Sonne an die Fasnacht bringen und das Ferienfieber bei uns am Strand wecken. Der nächste Sommer wird bestimmt kommen. Wir erzählen kein Floh. Das Ferienfieber am Strand tönt mir wecken. Viele schöne Strandmossis tun wir necken. Den Karneval von Rio tun wir euch bringen. Laterne Gucker Schütz tun nicht spinnen.
Die Eijachser-Freunde Wickertal. Ja, wer kennt sie nicht? Sie haben das Motto Familie Feuerstein. Die kennt man natürlich auch. Der Barney und Betty Feuerstein sind auf Altishofen gekommen, aber nicht allein. Die ganze Familie haben sie mit dabei. So einen richtigen Augenhosenschmaus. Vielen Dank und einen grossen Applaus. Jabadabadu! Geschätzte Fasnachtsbesucherinnen und Besucher, darf Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, als Spätzattraktion von heute Nachmittag eine Theatergesellschaft am Standort vom Schulhausplatz am Ende vom Umzug. Ein Bistro mit Bedienung und Unterhaltung durchs Theater Altishofen. Ein Rückblick mit Verkleidung und Requisiten von den letzten Vorführungen. Ich erinnere nur an folgende Stücke. Schinken, Tellerbach-Curry, Tanz der Vampire und noch viele mehr. Gehen Sie darum noch schauen und verbleiben Sie noch ein bisschen bei uns hier in Altishofen. In der Zwischenzeit hat uns schon die 40. Gruppe mit dem Namen Urisk erreicht. Töffli, Buben und Meitschi. Mit Maxi, Sachs, Kondor Puch und Co. fahren wir mit 55 und mehr den Schmier davon. Jeans, Leder und Ruckerfeller Stiefeli tragen. Brüm brüm und einfach rumfegen. Es ist Kult, ein Töffli zu haben. Darum sind Touristen mit ihren Hüttis dran.